might be going crazy, I don't know what to do. My heart is screaming for you, babe. And what I'm trying to say is that you make the sky look blue, even when it is gray, babe. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me, got no reason to be afraid. You're glowing in the dark, you're glowing in the dark, glowing in the dark. I feel it in my heart, you're glowing in the dark, glowing in the dark, yeah, you're glowing in the dark. Der Mix im West. Jedes Mal, wenn wir hier mit dem Fahrrad unterwegs waren, haben wir hier gegessen. Und er ist offen. Von wegen. Mein Imbiss. Alles klar. Ich würde sagen, ich jetzt was speisen und wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao. Dann würde ich sagen, melden wir uns mal an, ne? Mal. Ich bin in Schmallenberg an der Stadthalle, hier unten auf dem Parkplatz. Es ist 9:45 und in 15 Minuten werde ich losfahren. Heute kommt die erste Tour. Wir fahren die Rothaar-Radroute. Die muss ich übrigens erstmal hochladen, fällt mir gerade ein. Ja. So ist das. Es ist vom Wetter her bedeckt, aber so warm, dass es für eine Jacke zu warm ist und so, dass es für nur T-Shirt zu kühl ist. Da wird es im Rücken kalt, deswegen habe ich hier die Weste an. Mal gucken, wie lange das so braucht, bis ich die auch ausziehen kann. Gut, ich werde unterwegs, wenn wir gleich durchstarten, gucken, dass ich irgendwo was aus dem Bäcker kriege, dass ich was zum Einkaufen kriege. Ansonsten, wenn das nicht funktioniert, habe ich auch einen Kocher dabei und so ein Adventure Food. Dann machen wir uns unterwegs etwas. So, jetzt würde ich aber sagen, suche ich mal die Strecke raus und dann sehen wir uns gleich. Und die andere Kamera muss auch wieder an den Start. Bis gleich. Uhr. Auf geht's. In 200 Meter rechts aufs Hotel. 236. In 100 Meter rechts aufs Hotel. I-206 und in 70 Meter rechts auf Sundhelle, I-236. Tja, soviel zu dem Thema. Wir haben neue Bremsbeläge drin und das bremst alles gut. Meine hintere Bremse ist total weich. Und meine vordere quietscht. Aber egal. Das muss heute die drei Touren gehen hier. Ich weiß nicht, was damit los ist. Vielleicht müssen die Bremsen da komplett mal raus. Ja, das Wetter ist natürlich alles andere als schön, aber wir sehen hier Winterberg 24 Kilometer an Oberkirchen. Und da. Die fahren wir heute.
die Rothaar-Radroute. Die fahren wir jetzt. Und das über 1000 Höhenmeter mit hinten keiner Bremse. Sehr gut. Wird lustig. In 110 Meter geradeaus auf B206. Jetzt fängt es an zu regnen, ne? Hm, super. Kann ich ja gut leiden. Na, hintere Bremse muss ich definitiv entlüften. Ich hätte auf der Straße fahren sollen, ich Vollidiot. So viel zu dem Thema, es bleibt heute trocken. Es nieselt schön vor sich hin, so ganz zart. Mal gucken, wie weit wir kommen, bis wir die Regenjacke anziehen müssen. So, wir müssen jetzt darüber irgendwie. Wahrscheinlich darunter. Das ist doch schon wieder komisch. Na, ich lasse euch mal an. Ich verstehe es nicht. Ja, wir sollen hier lang. Okay, das ist ein bisschen komisch ausgeschildert. Und meine Schaltung spinnt hinten auch. Was ist da denn jetzt mit los hier mit diesem Bock, ey? Okay. Na gut. Wir fahren jetzt auf jeden Fall hier. Ich glaube, die Lenne ist das. Vielleicht sehen wir das irgendwo. Wenn das irgendwo steht, werde ich es euch mitteilen. Da, 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 da. Das ist richtig. Das scheint richtig zu sein. Sehr cool. Okay, das ist ein bisschen komisch. Aber hier wissen wir, wo wir nachher einen Kaffee kriegen. Alter. Ja, hier müssen wir nachher auf dem Rückweg anhalten. Na, das wird ja lustig heute, wenn meine Karre hier nicht richtig schaltet. Jetzt links auf Fahrradweg. Und ich hier richtig Höhenmeter habe heute. Da, das wird eine lustige Geschichte. Okay, diese Route hier, die Rothaar-Radroute, ist definitiv als E-Bike-Route ausgezeichnet. Und sie ist schwer. Und wenn man das jetzt sieht, wie es hier berghoch geht, kann ich mir gut vorstellen, wo die 1000 Höhenmeter herkommen. Auch meine Schaltung geht nicht. Cool. Kacke. Ich habe ein Problem. Okay, wir haben ein Problem. Wir müssen da hoch. Ich glaube, die 1000 Höhenmeter, die kommen alle auf einmal. Aber hier steht nichts mehr dran, ne?
roter Radroute. Ja, okay. Mach mal bitte in Fahrtrichtung. Manchmal helfen Schilder doch. Gut, wir fahren jetzt da lang, nicht da hoch, sondern wir fahren jetzt erstmal ein bisschen mehr oder weniger geradeaus. Nur noch 4% Steigung. Sehr schön. Ich will ja nicht meckern, aber ich... Hallo. Ich glaube, diese ganzen wunderschönen Fachwerkhäuser habe ich schon auf der Bauernland-Radroute gesehen. Ich glaube, ich bin hier schon mal lang gefahren. Bau ab. Tja, wir haben keine 5 Kilometer gefahren. Von einer Route, die ich eigentlich noch nicht kennen sollte. Kommt schon ganz hoch. An dieser Kreuzung links abbiegen auf weg. Hier ist kein links abbiegen auf. Da ist doch ein links abbiegen auf weg. Alter. Da. Sehr cool. Also das ist ja schon wieder, das mag ich ja schon wieder. Da ist ein Tümpel da unten. Oh, ich habe Wasser getrunken, ne? Ja, Bäuerchen wie ein großer. Na gut, hier fällt es nicht so auf, dass es vor sich hin mieselt. Alles fein. Und was kommt hier jetzt? Andere Kamera. Unsere Höhen. Okay, Kriegsdenkmal. Mitten im Wald. Sehr cool. Nicht, dass da Kriegshelden geehrt werden. Ja, eigentlich schon. Am besten wäre es, wenn es gar keinen Krieg geben täte. Dann bräuchte man solche Dinger nicht im Wald zu stellen. Ja, schauen wir mal, was weitergeht. Ich filme wieder mit der Brustkamera. Ab hier. Bei nächster Möglichkeit rechts halten, danach rechts abbiegen. Alter. Das geht hier richtig ab. Ich bin im kleinen Kettenblatt, hinten im kleinsten Ritzel.
Da rummelt irgendwas ganz fürchterlich. Bin in der Unterstützungsstufe auf normal hochgegangen. Boah, geht das hier berghoch. 14%. Und ich muss unbedingt anhalten. Ich muss gucken, warum das da rubbelt. Bei nächster Möglichkeit geradeaus, danach rechts ab. Alter. Jetzt geradeaus, danach rechts ab. Serpentin hier hoch. Ich kann noch weiter im kleinsten Gang fahren. Anhalten ist hier nicht dran zu denken. Ein höher bitte. Und da wieder auf E+. Alter, geht das hier hoch. Krasse Geschichte. Ach, da ganz oben hoch geht es. Wir müssen da hoch. Da ins Dunkle. Sehr gut. Okay. Wir sind eben gestartet bei 52 Höhenmetern und sind jetzt bei 175 Höhenmetern. Und jetzt fahren wir hier links auf weg. Oh, da steht ja wirklich noch was. Krass. Roter Radroute. Cool. Toll, dass die sich das ausgedacht haben, alle so eine Koryphäen beim Radfahren sind. Alle so eine Mordskondition haben. Sehr geil. Macht das Nachfahren richtig Spaß. Ich mache euch aus. Ja, wir fahren immer noch berghoch. Aber die Aussicht ist genial. Wenn nur das Geraller von meinem Ritzelpaket da hinten nicht so nerven würde. Alles in Eco Plus hier hoch. Das ist krass. E-Mountainbike wäre das Richtige für sowas. Hatten wir aber letztens schon mal. Von daher. Tja. So schön wie das da unten aussieht. Wenn diese ganzen Dinger hier noch alle stehen würden, weil sie nicht kaputt gegangen wären, wegen Borkenkäfer, wegen Wassermangel, wegen was ich auch immer. Wird mir das, glaube ich, noch besser gefallen. Knapp 10 Kilometer unterwegs. Immer noch stramme 6-8% berghoch. Und es hängt wieder das Mieseln an. Wir fahren aber auch ins Dunkle, ey. Typisch. Ja. Na gut, ich radel mal weiter. Und zum Frühstücken haben wir auch nichts gekriegt. Blöd sowas. So, jetzt sind wir ganz oben. Das hier ist, glaube ich, der Rothaarstieg, wenn ich das richtig... Hier bin ich, glaube ich, schon mal lang gewandert. Wir haben mal so eine Sauerlandwanderung gemacht über, ich glaube, 3 oder 4 Tage. Mit Übernachtung und so. War ziemlich witzig. Allerdings war schon 1000 Jahre her. Da hinten ist aber irgendwas Komisches im Gange. Da haben sie einen Schießstand aufgebaut. Oder da ist ein Schießstand. Und da ist alles abgesperrt. Also das ist ein bisschen komisch. Irgendeine Sportveranstaltung. Aber das macht nichts. Wir müssen da, wo das Auto herkommt, da müssen wir jetzt hoch. Jetzt oben.
Straße. Ja. Nicht umkehren, sondern da hochfahren. So, hier sind wir jetzt wieder auf einer offiziellen Straße. Folge dem Weg 1,2 Kilometer. Für 1,2 Kilometer. Und dann biegen wir wieder ab. Ja, und das habe ich gemeint. Hier ist alles voll. Hier wird irgendwie deutsche Meisterschaft Sommerbiathlon. Ah, okay. Wird ein Schuh draus. Das erklärt einiges. Da bin ich gerade eben schön auf der Strecke rumgefahren. Tut mir ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. Oh, da kommen wir jetzt gleich in den Ort. Cool. Und es wird zunehmend windiger. Das gefällt mir aber gar nicht. Jetzt geradeaus auf Jagdhaus. Ja, Jagdhaus. Okay, es wird uncool. Ich mach die Kamera aus. Oder ich mache euch Musik hinter, geht auch. Ja, jetzt sind wir in Jagdhaus. Ich mache euch aus. Ja, wir sind auf dem Weg Richtung Sombornquelle und Wingershausen oder so ähnlich. Leider die Kamera nicht schnell genug angekriegt, um euch das zu zeigen. Aber ich weiß ja, ihr vertraut mir. Von daher, wenn ich in den nächsten Ort komme, da stand nämlich irgendwas von 6 Kilometer oder so, dann zeige ich euch das. Ich kuller mal. Das ist nicht das richtige Fahrrad für sowas. Das ist nicht das richtige Fahrrad für so ein Gravel-Scheiß. Dann auch in so einem Affentempo. Wenn ich hier auf die Fresse klatsche, dann hast du Schotterkrätze vielleicht für den Rest deines Lebens. Aber ich soll hier lang. Schön bergunter mit meinen nicht so gut funktionierenden Bremsen. Einwandfrei. Und dann immer so eine Sprünge hier drin, richtig cool. Ja, wenigstens sind jetzt meine Bremsen eingesetzt. Ich würde euch ja gerne wieder ausmachen. Ach, kannst ja gleich schneiden. Aber ich kann die Hände gerade nicht vom Lenkrad nehmen. Das ist eine ganz schöne Abfahrt hier. Das ist mal eine krasse Abfahrt. Minus 14%, sagt er mir gerade. Nur mal so zur Information. Also ich weiß ja selber, man sieht es auf den Videos nicht. Aber minus 13, minus 14% hier runter. Bloß die Kiste ganz schnell werden lassen. Uah. Minus 17%. Ja, ja, den Weg folgen. Das ist schon klar, dass man den Weg folgen möchte. Kommen wir da unten aber auch zum Stehen. Oh. Das ist echt doch roter Radroute. Sehr gut. Tja, es mieselt hier wunderbar schön vor sich hin. Eben gerade mal ein bisschen
Dollar. Aber so unangenehm mit so kühlen Wind dabei. Das ist so etwas unschön im Moment. Und diese Kälte, die geht richtig durch. Da habe ich auch mein kleines Radtrikot an, habe hier mein Rad-T-Shirt. Ah, mal gucken, vielleicht können wir ja gleich mal ein Päuschen machen. Was sagt denn die Uhr? 11.06 Uhr. Ja, okay, das ist noch zu früh, um sich was zu kochen. Jetzt links. Ja, wir fahren auf jeden Fall erstmal. Oh, Autowagen. Kann man machen. Folge dem Weg 1,3 Kilometer. So, wir rollen gerade nach Wingershausen ein, Kreis Berleburg. 200 Meter links abbiegen, Kirchplatz folgen. Genau. Genau, wir müssen gleich ein bisschen links und rechts abbiegen und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Sehr schön. Hallo. Jetzt links abbiegen, danach rechts abbiegen. Machen wir. Ich muss mal ein ganz, ganz klein wenig ungezogen sein. Hier war ein Aldi-Schild. Da ist ein Treffpunkt. Da halten wir mal an, vielleicht kriegen wir da was zu futtern. Du hast die Tour verlassen. Automatisches Umplanen ist nicht aktiv. Wirf einen Nö. Blick auf die Karte. Die Tour liegt hinter dir in 80 Meter. Da, 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 da. Und das dazu? Das dazu, ja. Oh, das kriege ich vielleicht sogar mit Kleingeld noch abgedeckt. Ja. Sonst muss man nicht die 50er anreißen. 7 Euro? 7,63 dann. Hm. So müssen wir es machen. 7,65? Ja, bloß nichts wiedergeben von dem Klimpergeld. Ich schlepp das alles mit. Ja, stimmt, ich schlepp das nur alles mit. So, perfekt. Das gewusst, dass das hier so ein kleiner netter Laden ist, hätte ich mein ganzes Geraffel schön am Fahrrad gelassen und nicht mitgeschleppt. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss. Da, 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 da. Tja, jetzt ist mir gerade die Kette runtergeflogen. Nicht runtergeflogen, sondern hinten runtergehopst. Hier zwischen. Dazwischen. Jetzt habe ich natürlich das hier alles mit den Handschuhen angegrabbelt. Also würde ich sagen, den Rest der Fahrt haben wir keine Handschuhe mehr. Die muss ich erstmal gucken, ob ich die im Hotel sauber kriege. So, jetzt werde ich mich da oben an das Schild irgendwo. Da oben kommt ein Schild, da kann ich mich ein bisschen an die Seite machen. Und dann werde ich jetzt erstmal was essen. Und mal gucken, wie das hier mit dem Rad weitergeht. Wenn damit noch 4 Touren fahren wollen, und das jetzt hier schon bei der ersten Tour nicht fährt und schaltet, warum auch oder aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht. Dann können wir uns was einfallen lassen. Weil den Affentanz mache ich nicht mit, hier alle 500 Meter die Kette da aus dem Links raus zu pulen. Ach, wir sollen da abbiegen. Ja, keine Ahnung, was hier los ist. Ob sich da der Bautenzug irgendwie gelenkt hat oder so. Ich kann es nicht sagen. Jetzt rechts auf Eck. So ein Scheiß hat das Ding hier auf jeden Fall noch nie gemacht. Wenn ich da nicht runterschalten kann, habe hier keine Gänge. Dann habe ich da nicht so viel Bock drauf. Folge dem Weg 1,2 Kilometer. Ja, machen wir. Irgendwie tue ich das ja hier auf jeden Fall. Na du? Na Huhn? Alles gut bei dir?
Okay, die Sonne kommt raus. Das ist schön. Ich mache euch aus bis zur nächsten Bank. Oder bis irgendwas Tolles passiert. Also was ich toll finde. Ihr könnt mir das in den Kommentaren dann schreiben, ob das toll war. Aber seht ihr das da oben? Ich glaube, da kommt schon schneller eine Bank, als ich das gehofft hatte. Sehr gut. Kakao trinken, Stück Kuchen essen. Wenn da eine Sitzauflage drauf ist auf der Bank. Ja, ist es. Pause. Nutri-Score B. Du kannst dir deinen Nutri-Score dahin nageln, wo die Sonne nicht entscheidet. Wenn ich da Bock drauf habe, dann zieh ich das weg. Okay. So, Pause Ende. Die Bank wieder so zurückgelassen, wie wir es davor gefunden haben. Den ganzen Müll selbstverständlich wieder mitgenommen. Ja, und jetzt kullern wir mal weiter. Da unten fährt ein Trecker lang. Da unten unterm Walde. Der kam eben schon hier hoch. Ja, ich weiß nicht. Die haben hier in dem Gebiet hier irgendwo mal Wiesente freigelassen. Das war so eine Gruppe von mehreren Tieren. Die liefen hier frei rum, hatten GPS um den Hals und wurden beobachtet. Aber ich glaube, ich konnte das jetzt eben gerade auf die Schnelle auch nicht rausgoogeln, aber ich glaube, das richtig gelesen zu haben, dass sie das Projekt eingestellt haben und dass die seit 23 schon wieder
in dem Wiesentgehege sind. Hier um die Ecke irgendwo ist ein Wiesentgehege. Das Schild habe ich vorhin auch gelesen, wollte ich nur nicht hinfahren. Dass die da jetzt alle drin sind. Also angeblich laufen wohl keine mehr frei rum. Wäre natürlich witzig gewesen, hier bei einer Fahrradtour mal einen echten Wiesent zu sehen. Die sind nämlich gar nicht so klein, die Viecher. Das hätte sich mit Sicherheit gut gemacht. Nun gut, ich muss in die Richtung weiter. Gefahren 19,137 Rest. Stückle haben wir noch. So, was passiert hier jetzt Komisches? Sie möchte ein scharfes links. Ach, okay, das geht nur hier runter. Jetzt scharf links. Okay. Lieber scharf links als Kuh rechts, wa? Okay. Okay, okay, okay. Im Moment habe ich es aber echt mit diesen Strecken hier, ne? Das hier liegt aber nicht an mir. Den Track habe ich von meinem Freund übernommen. Der ist hier auch schon lang gefahren. Und zwar mit dem ersten Windpedalrad. Bin ich der Meinung. Schön mit dem 26er, was ich da wieder aufgebaut habe. Ich glaube, mit dem Ding war Didi hier unterwegs. Mit den, wie hießen sie denn diese? Bei nächster Möglichkeit umkehren. Big Ben, Big Apple, Big Apple Reifen oder irgendwie sowas? Kann das sein? Also auch nicht viel besser als ich hier. Ja, ich folge dem 1,3 Kilometer. Mach ich. So, jetzt habe ich hier ein klitzekleines Problem. Ich soll hier lang fahren. Und jetzt links weg. Aber hier ist doch... Wo ist denn hier ein Fahrradweg? Folge dem Weg 600 Meter. Jetzt im Ernst? Das? Das da hoch ist mein Weg? Yes. Das kannst du gepflegt knicken, Schätzelein. Wenn du da hoch möchtest, dann fährst du da bitte allein. Ich stell dir das Fahrrad hier hin. Okay, wir machen das jetzt nämlich anders. Wir fahren da runter. Fahren unten auf der Straße rechts. Dann fahren wir wieder rechts und dann sind wir da hinten wieder drauf. Und wenn nicht, ist mir das auch Latte. Ich fahre da nicht hoch. Ich bin auch kein Panzer. Und Trecker bin ich auch nicht. Und eine Bergziege schon dreimal. Halt die Fresse, doofe Sau. Ja, ich habe auf die Karte geschaut. Scheinbar du ja noch nicht. Blöde Kuh. Mach das vernünftig, dann muss ich mit dir nicht motzen. Und jag mich da nicht irgendwelche Ziegentrampelpfade hoch. Ja, ich mache euch mal aus. Ich werde den Weg schon wiederfinden. Du hast die Tour verlassen. Ja, halt die Schnauze. Nein, das ist auch gut so, dass das nicht aktiv ist. Weil du machst nämlich nur Grütze, du Weib. Ja, du lässt das hier jetzt gefälligst an. So, jetzt fahren wir hier schon runter. Und da hinten fahren wir so halb rechts weg. Und dann kommen wir wieder auf unseren Track drauf. Ich glaube, es hackt. Nun gut. Eben habe ich es noch gesagt, Ederradweg und Oranje Fahrradroute. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber den Ederradweg, den bin ich schon gefahren. Knotenpunkt 4. Sehr schön. So, wir fahren jetzt da hinten wieder lang und gucken mal, ob wir dann da auf unseren Weg wieder drauf kommen. Ich glaube, das müsste da hinten an der Eisenbahn irgendwo links weggehen. So machen wir das.
Tja, wir sind wieder auf der Tour. Wie gesagt, wir sind ja da gerade über die Straße gefahren, dann links abgebogen. Kommen hier wieder den Weg rein und hier ballert schon wieder mit 14% berghoch. Oh, noch ein runter. Herrlich, ich habe jetzt gerade das erste Mal in Normal geschaltet. In die Unterstützungsstufe Normal. So langsam verstehe ich auch, warum dabei steht, es ist eine E-Bike-Tour. Da sind ein paar echt fiese Stücke bei. Bei nächster Möglichkeit links. Aber wenn du diese, ich weiß gar nicht, 30, 60 Kilometer hier jedes Mal voller Power fährst, wenn es hier so fies berghoch geht, dann reicht der Akku nie. Da wieder runter. Ihr habt doch alle Nagel im Kopf. Warum trampel ich erst berghoch, damit ich hier dann wieder runterkullern muss? Okay, schön ist trotzdem. Ich kuller mal. Oh, keine Ahnung, wie das Nest da unten heißt. Aber laut meinem Höhenprofil sind wir jetzt bereits in der größten und der längsten Steigung, die wir vor uns haben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ganz ordentlich auf jeden Fall. Alter, ich bin jetzt schon kaputt wie ein Brot. Und der richtige Brummer kommt erst noch. Und es regnet schon wieder. Sehr unschön. Naja. Genau. So machen wir das. Ich mache euch aus. Wenn wir da oben sind, dann zeige ich euch das. In Bad Berleburg. Bad Berleburg. Genau. So. Jetzt soll ich hier langfahren. Es könnte sein, dass hier vor uns doch irgendwo ein Schloss ist, was ich nur noch nicht gesehen habe. Gucken wir mal. Wir fahren am hoch und vielleicht, wenn wir es zu sehen kriegen, dann zeige ich es euch. Okay, Schloss Berleburg, kleiner Abstecher. Ich weiß nicht, ob ich hier mit dem Fahrrad rein darf. Habe ich jetzt mal einfach so gemacht. Und wahrscheinlich kriege ich gleich Lack. Aber das hier ist Schloss Berleburg. Und deswegen war da auch ein Parkstraße oder irgendwie sowas. Oder am Park oder wie das gerade hieß. Sehr gut. Tja, wir sind irgendwie falsch, aber dafür ist es schön. Ich fahre jetzt mal die Runde und dann sind wir wieder auf dem Track. Hallo. Ich glaube, ich muss hier gleich mal umdrehen. Das wird hier böse.
Meine Hartnäckigkeit hat sich wohl ausgezahlt. Ach, guck mal, da kann ich raus. Sehr geil. Alter, wie schön ist das denn? Ja, hat der Verfahrer sich ja gelohnt, wa? Schloss Berleburg. Gut. Wir müssen, glaube ich, jetzt da hinten weiter. Ja, genau. Wir müssen jetzt nach rechts weiter. Ich mache mich wieder aus. Akku alle. Oder Motor zu heiß. Oder die Kombination aus beiden. Nee, Akku alle. Kilometer vor Rest. Und noch gute 3 Kilometer berghoch oder 4 vielleicht. Akku platt. Ende. Oha, ist auch schön warm. Also hat ein bisschen was gearbeitet, obwohl ich die ganze Zeit in Eco Plus hier hochgefahren bin. Aber es ist natürlich auch ein Klopper. Es geht hier permanent berghoch, volle Hütte. Das mit dem schlappen Akku, der ist ja dann auch schon 5 Jahre alt oder 6. 5 glaube ich. Naja, ich nutze das jetzt gerade, mache mal ein bisschen Pause und dann schiebe ich den Rest da hoch. Bis da oben. Und dann geht es bergunter, dann haben wir noch einen kleinen Hopser nach Schmallenberg rein. Und dann soll es gut gewesen sein. Gemacht haben wir 43 Kilometer. 907 Höhenmeter. Ordentlich mit Gegenwind, Regen und Berge. Perfekt. Na gut, ich mache euch aus. Ich trinke noch. Ich habe mir noch. Folge den Menschen. Ja. Noch ein kleines Leckerli habe ich mir noch gekauft vorhin an der Tanke. Beziehungsweise eins im kleinen Laden da. Und den werde ich mir jetzt zu Gemüte führen. So. Und dann schiebe ich hier gleich weiter hoch und dann geht's. Im Auto. Bis dahin. Ja, ich konnte euch das leider nicht zeigen. Ich glaube, wir sind gerade 61 bergunter gefahren. Ja, und irgendwas mit meinem Hinterrad stimmt nicht. Das macht Geräusche. Ja, da unten müssen wir wieder irgendwo hin. Sehr gut. Und weiter geht's bergunter. Da sollte man vielleicht nicht mit 60 um die Ecke pflastern. Na. Grafschaft, Schmallenberg, jetzt kann es nicht mehr so weit sein.
6 Kilometer. Und davon noch ein paar Berg runter. Sehr gut. Schnell die Karre ins Auto schmeißen und dann werden wir zusehen, dass wir in die Pension kommen, und dann kümmern wir uns in der Pension darum, dass wir diese Karre hier wieder zum Laufen kriegen. Grausam, grausam. Ich bin's, euer Speedy. Heute ist Tag 2. Ich bin wieder auf dem Weg Richtung Schmallenberg, dass ich da wieder an die Stadthalle rankomme, auf meinen Parkplatz. Und dann geht es heute auf die Kinderland-Radroute, wenn das Wetter mitspielt. Die Sonne kommt zwar raus, aber es ist überall noch schön neblig. Und das morgens um 9. Sehr geil. Also ich mag so einen Scheiß, ja. Aber ich glaube, das ist da auch so neblig, weil da die Lenne ist. Geschichte. Naja, gut, ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal nach Schmallenberg. Wir sehen uns da. Fahrrad da auspacken, ich werde noch ein bisschen was zu trinken kaufen. Und dann geht das pünktlich um 10 Uhr los. Alles klar, bis gleich. Ja, Mahlzeit. Ich stehe wieder in der Stadthalle. Hier startet jetzt in einer halben Stunde die zweite Tour. Jetzt habe ich aber erstmal meine Schaltung nachgestellt. Die hatte sich komplett verstellt hinten an dem Umwerfer, dass die im kleinsten Gang immer gerubbelt hat. Jetzt habe ich da hinten die Schraube noch nachgestellt. Der hier vorne hat es auch nicht getan. Der hat hier auch immer gerubbelt. Tja, haben wir jetzt nachgestellt. Hoffentlich geht es jetzt besser. Und jetzt werden wir die nächste Möglichkeit Tankstelle anhalten. Wir werden nochmal Luft auf die Reifen machen. Und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Ob es jetzt wieder besser fährt. Die Bremse hinten ist immer noch Fratze. Aber nun gut, da ändere ich so schnell jetzt auch nichts dran. Und wie seht ihr denn aus? Oh. Ja, heute kommt die Kinderlandroute. Die hatte ich mir rausgesucht, die habe ich noch nicht gefahren. Die wollen wir heute machen. Das sind nur 59 Kilometer, das sollte ziemlich zügig von der Hand gehen. Und dann will ich noch mal nach Eslohe mit dem Auto fahren und mal gucken, wo wir da, wie wir da morgen hinkommen am günstigsten. Ja, so in der Richtung. Wir machen das mal. Ich werde jetzt mal das Fahrrad beraffeln, werde da mal die Taschen alle dran machen und dann mal gucken, dass wir dann pünktlich loskommen. Tja, jetzt haben wir uns gestern angemeldet bei Dietmar, wie sich das gehört.
Und heute haben wir schönes Wetter. Geil, oder? Ich bin ja nicht abergläubisch, ne? Aber heute ist dreimal schöner als gestern. Und gestern hatte ich mich noch nicht angemeldet. Erst gestern Abend, nach der Tour. Vielleicht sollte ich das zukünftig anders machen. Vor 10 Minuten. Gleich geht's los. Und so wie es aussieht, Tag 2, zweite Tour. Keiner da, ich werde wohl wieder alleine fahren. Da ich das diesmal über ein Jahr angesagt habe, dass ich wieder die Tour fahre, denke ich mal, wird auch keiner mehr kommen. Ich hoffe oder ich weiß, dass morgen 2, 3 von euch da sein werden. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und dann werden wir wenigstens den Memorial Didi Day, also den Geburtstag von Dietmar, werde ich den nicht alleine fahren müssen. Und ich freue mich auch drauf, mal wieder mit dem Liegerad den Sauerland Radring zu fahren. Ist ja nun auch schon eine Weile her. Ich ziehe mir hier noch die kalte Latte rein. Und dann geht's gleich los. So. Jetzt geht's los. Das einzige Problem, was ich habe, mein Garmin Edge 1030 ist weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Er sollte in der Tasche vorne sein, ist er nicht. Da wir aber auf der Tour jetzt gleich in meiner Unterkunft in der Pension Herdecke vorbeifahren, werde ich da mal anhalten und werde mal gucken, ob ich den gestern nicht in die Tasche gepackt habe und habe ihn mit hoch aufs Zimmer genommen. Wenn der weg ist, gute Nacht um 6. Das Ding kostet richtig ein Vermögen. Und die Kohle für 9, die habe ich nicht. Das wäre dann echt bitter. So, ist die Karre zu. Wir sind jetzt übrigens 5 Minuten später dran, als wir eigentlich los wollten. Aber das ist ja egal. So haben wir auf jeden Fall keinen verpasst, der eventuell hätte mitfahren wollen. Ja, morgen haben sie leider schlechtes Wetter angesagt. So schön, wie es heute auch ist. Morgen soll es regnen. Und das nicht unerheblich. Wir werden es sehen. So, dann mal Aufbruch. Unterwegs noch einfach ein bisschen Luft tanken. Ja, wir sind auf Fahrradweg. Ja, wir sind auf der Tour. Folge dem Weg 800 Meter. Ich weiß jetzt nicht genau. Bei nächster Möglichkeit geradeaus, danach geradeaus. Ob wir. Jetzt geradeaus, danach geradeaus. Alter, die hat aber Quatschbedarf heute. Ich weiß jetzt nicht genau. Ob wir jetzt ziemlich zeitnah an meiner Pension vorbeikommen. Oh, Hauer, was ist denn hier los? Ach, hier gucken sie nach Schmallenberg runter. Hier ist der Bilderrahmen, ne? Da fahren wir morgen auch dran lang. Ja, genau. Da fahren wir morgen auch dran lang und gucken dann da runter. Na gut, ich mache euch mal aus.
Ja, hier ist der Bilderrahmen. Hier haben wir unser Thumbnail gemacht. Mit den Liegerädern. Ja, jedes Stückchen Weg, was ich hier fahre, kenne ich irgendwo, ruft Erinnerungen hervor, Bilder und Ereignisse, die ich hier mit Dietmar gemacht habe. Das ist teilweise schon Kloß im Hals verdächtig. Weil in den ganzen schönen Videos, die gemacht worden sind, ist das alles sehr harmonisch. Aber in den Videos, die wir nicht gemacht haben, da war es richtig geil. Wir haben schon echt Blödsinn gemacht und wir haben uns super verstanden. Und Didi konnte auch echt frech. Das war herrlich. Hat echt Spaß gemacht. Und ich bin stolz drauf, Didi gekannt zu haben und mit Didi so viele schöne Touren gefahren zu haben. Ich bedauere jedes Gespräch, was wir nicht mehr führen können. Ah, ist aber einer eilig, wa? Nun gut, ich mache euch mal aus. Wir kullern hier jetzt erstmal ein Stück. Außerdem wird es kalt, ich muss die Jacke mal zumachen. Ja, hier die Kinderlandroute, das ist so eine, ich glaube, 53 Kilometer lange Runde, die man angeblich auch mit seinen Kindern fahren können sollte. Nur mal gucken, da stand irgendwo ein Schild. Und wie das hier bei den ganzen Runden und Touren und Radrouten ist, die man hier im Sauerland hat, jeweils hier in dieser Ecke, ganz, ganz viel davon fährt auch auf dem Sauerlandsradring, weil der ist ja allmächtig quasi. Ach, hier ist wieder das Museum. Ja. Hier sind wir auf der Bauerlandroute schon lang gekommen. Yes. Folge dem Weg 250 Meter. Ich habe zu spät geschaltet und will jetzt auch nicht so reinballern, dass mir hinten die Kette wieder rausfliegt. Alter. Boah. Cool. Ja, wie gesagt, alle Touren, alle Routen, Radrouten, die hier lang gehen, kommen irgendwann zwangsläufig auf irgendeine andere Radroute. Ob das nun die Bauernland, die Geo-Radroute ist oder was ich, was es hier alles für Sachen gibt. Und natürlich den Sauerland-Radring, der ja hier allumfassend, umspannend sein Unwesen treibt. Man kommt da immer wieder drauf. Und viele der Routen gehen hier schön an den Fachwerkhäusern vorbei. Und gerade hier diese Golddorf-Route, die wir Montag fahren wollen, wenn das Wetter mitspielt. Aber die haben ja für morgen und übermorgen schon volle Pulle Regen und Gewitter angesagt. Könnte es natürlich sein, dass ich Sonntagabend auch schon nach Hause fahre. Mal gucken. Das würde hier auch wieder lang gehen. Also von daher gucken wir mal, was da so kommt. Ach, Radweg zu Ende. Das war jetzt auch ein Indianertrick. Radweg Anfang, Radweg Ende. Da drüben geht er weiter. Das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erklärt, ne? Wenn ihr auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Schild lesen könnt. Hä? Hier ist aber irgendwas gar nicht richtig. Doch. Wir müssen hier 15% runter. Das ist aber komisch. Okay, das soll ich mit meinen Kindern machen? Okay.
Also im Main geht das. Die Weide ist schon groß. Alter, aber das ist doch hier keine Kinderland-Fahrradroute, oder? Krasse Nummer. Ich meine, ich mag ja sowas, ne? Aber. Bei nächster Möglichkeit geradeaus, dann nach rechts halten. Das würde ich mir aber überlegen. Ob man das mit seinen Kindern fahren möchte. Jetzt geradeaus, dann nach rechts halten. Ihr guckt euch das an. Ich meine, das ist ja schön. Das ist ja wirklich toll. Und ich mag das ja auch. Ich glaube, diese Kinderlandroute, Radroute, die ist nicht so ganz kinderfreundlich. Sehr cool. Cool ist das allemal. Gar keine Frage. So, und ich soll jetzt da weiter. Da, habe ich es nicht gerade gesagt? Radring geht in die Richtung. Jetzt sind wir hier wieder an einem alten Holzwerk. Ja, hier sind wir auch schon 1000 Mal lang gefahren, ne? Ja, weil wir den Sauerland-Radring, glaube ich, immer andersrum fahren, also quasi in diese Richtung. Radroute, Kinderland-Radroute. Ja, ist richtig. Okay, ich mache euch mal aus. Wie gesagt, das hier sind auch schon alle Stückchen, die wir bei allen anderen Routen auch schon gefahren sind. Sehr schön. Golddorf-Route geht hier auch lang. Ja, ich hatte es ja gesagt. Ich hatte es ja wirklich gerade eben erst gesagt. Diese ganzen Radrouten gehen alle ein Stück weit auf derselben Trasse lang. Und wenn ich hier die ganzen Golddörfer miteinander verbinden will, also alle Ortschaften, die hier mal bei unser Dorf soll schöner werden, also hieß diese Aktion früher, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die da mitgemacht haben und dann den ersten Platz gemacht haben, die sind ja hier angeblich in dieser Golddorf-Route zusammengefasst und verbunden. Und naja gut, dann hast du natürlich die ganzen Ortschaften, die hier sowieso am Sauerland-Radring oder an der Kinderland-Route liegen, die dann einfach nochmal miteinander verbunden werden. Und schon hast du noch eine weitere Radroute, die toll aussieht, die einen tollen Namen hat, die aber im großen Ganzen das widerspiegelt, was der Sauerland-Radring sowieso schon zu bieten hat. Und wenn ihr richtig Bock drauf habt, der Sauerland-Radring ist nicht nur Didis Lieblingstour gewesen, sondern mittlerweile auch meine. 80 Kilometer kreuz und quer durch Sauerland, richtig genial. Und wenn ihr da noch mehr Bock drauf habt, dann nehmt einfach die Nordschleife mit. So, Schmidt, hallo, Schmidt. Ja, weil auf dem Sauerland-Radring, da seht ihr einfach alles. Schöner kann das Sauerland nicht sein und schöner kann sich das Sauerland nicht darstellen als auf dem Sauerland-Radring. Glaube ich zumindest. Empfinde ich so. Nun gut, ich kuller mal. Wir fahren ja ganz, ganz stramm in Richtung meiner Unterkunft. Glaube ich. Das waren 5 oder 6 Kilometer weg. Von Schmallenberg. Und das könnte hier gleich schon. Komm. Dann werden wir da erstmal ganz schön rein dackeln und gucken, ob der Tacho da ist. Länderschiene. Sind wir gestern auch dran lang gefahren? Ja, sind wir. Folge dem Beck 1,3 Kilometer.
Nun gut, ich muss hier in den Ort runter. Das könnte vielleicht schon Lenne sein. Da ist nämlich meine Unterkunft. Zeige ich euch gleich. Ein super schönes Fachwerkhaus. 1976 umgebaut zu einer kleinen Pension. Der absolute Kracher. Also ich mag das ja, meine Hütte ist ja auch so uralt. Die ist ja auch von 1848. Ich mag ja Fachwerkhäuser, also von daher fühle ich mich da schon pudelwohl und werde euch das gleich zeigen. Und jetzt mache ich euch aus. So, jetzt sind wir in Lenne. Hier habe ich gestern Abend Bilder gemacht. Genau hier habe ich gestanden und habe versucht, einen Empfang zu kriegen. Hat funktioniert. Und jetzt fahren wir mal in die Pension und gucken wir mal nach Montau. Und das hier ist die Kirche. Da habe ich gestern auch Bilder von gemacht. Kirchplatz. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier noch, glaube ich, 80 oder 100 Meter. Und dann müssen wir rechts abbiegen. Und dann gucken wir mal. Da ist es. Da ist es. Oh, ich muss euch leider ausmachen. So, alle Generationen sind herzlich willkommen. Wir sind in Lenne raus. Ich werde jetzt da hinten mal hingehen und werde meine Tasche mal auskramen, weil, wie ihr es gerade gesehen habt, ist mein Tacho nicht in der Unterkunft. Das heißt, er muss eigentlich in der Tasche sein, notfalls noch in der. Und wenn er das nicht ist, ist er weg. Und das wäre doof. Ich kram das mal eben aus und erstatte Bericht. Ja, alles durchgewühlt, alle Taschen einmal leer gemacht. Jetzt habe ich hier noch die letzte Tasche, aber da würde ich es niemals reinpacken. Nein, war klar. Also, alle Taschen durchgeguckt. Mein niegelnagelneuer Garmin 1030 ist weg. Tja. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Das Ding kostet Schweinegeld. Da habe ich so lange drauf gespart, um mir so ein Ding kaufen zu können. Das ist jetzt echt bitter. Nun gut. Ich werde nachher nochmal das durchs Auto kriechen. Nicht, dass er da irgendwo rausgefallen ist. Aber wo soll er sein? Wo soll er sein? Und während der Fahrt vom Fahrrad gefallen ist er nicht, weil ich habe ihn ja gestern ausgemacht, nachdem die Tour zu Ende war. Also von daher. Komisch. Ich gucke nachher im Auto nochmal. Jetzt geht's weiter. Ja, wir sind hier schon mal hochgetrampelt. Da ganz oben hoch. Und zwar auf der Bauerlandroute. Das war nämlich genau dieses Ding, wo diese ganzen Eichelherr hier so viel Theater gemacht haben. Da sind wir hier schon mal hochgetrampelt. Bauerlandradroute, da steht's dran. Und jetzt machen wir ein bisschen Dampf hier drauf. Jetzt fahren wir mal im normalen Modus hier hoch. Ja, fand ich beim ersten Mal schon toll. Tja, da sind wir, glaube ich, gestern hochgefahren. Ah, ich fahre jetzt mal hier runter. Vielleicht sehen wir ja noch ein bisschen was Neues. Mal gucken. Wir lassen das Auto noch durch und dann fahre ich mal hinterher. Machen wir so. Tja, hier haben wir gestern umgedreht. An dieser Kreuzung leicht rechts auf Abstieg.
Wir fahren diese ganze Rutsche, die wir gestern gefahren sind, verkehrt rum. Wir sind hier gestern runtergefahren und sind dann da hinten durch abgehauen. Ne, da sind wir abgehauen. Da links. Dann sind wir auch hier runtergekommen. Moin! Tja, genauso wie er da jetzt runtergekommen sind, sind wir gestern auch runtergedönert. Moin! Und jetzt haben wir die Arschkarte. Jetzt fahren wir hoch. Ah, ihr seht da oben den Wagen. Ne? Aber gut, wir sollen rechts weg. Vielleicht gibt es ja doch mal ein bisschen was anderes. Ja, wieder knapp 1000 Höhenmeter. Und das für eine Kinderlandrunde. Cool. So, aus Grafschaft fahren wir jetzt raus. In 4 Kilometern kommt, was habe ich jetzt? Jetzt mich hier da voll gelabert. Oberkirchen. Irgendwie so. Okay, wir müssen jetzt die Straßenseite wechseln und dann da drüben auf den Radweg. Und es geht mal wieder schön berghoch. Sehr gut. Ich kullere mal. Tja, einmal irgendwas sind wir jetzt durchgefahren, so ganz am Rande irgendwie. Und jetzt sollen wir hier auf diesem Fahrradweg lang fahren. Viel schön ist da echt wenig. Aber wir haben 20,7 Kilometer und 32 Rest. Ich würde sagen, wir fahren noch ein Stückchen und dann machen wir erstmal Mittag. Oh, ich muss die Bremse hinten entlüften, ey. Wenn sie zieht, dann zieht sie ganz gut, aber ich muss erst 30 mal pumpen, bevor ich da überhaupt ein bisschen Druck drauf kriege. Irgendwas ist da Fratze. Irgendwas hat da nicht hingehauen. Ich pennt mir auch noch meine linke Pfote ein. Ach, diese hier. Das kommt von meiner Schulter. Oh. Quietsch. Hallo. Grenzwertig. Vorsicht, Ausfahrt, bitte langsam fahren, mache ich. Ah, da. Cool. Ja, wo da oben jetzt die Bäume so weg sind, da sieht man erstmal, wie hügelig dieses Sauerland wirklich ist. Ne? Man vergisst das ja immer so ein bisschen. Ich fand das ganz, ganz grausam, muss ich ganz ehrlich sagen, als hier die ganzen Bäume abgestorben sind und hier der Sturm, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, hier so böse Schaden gemacht hat. Aber im Nachhinein sieht man erstmal, wie hügelig dieses Sauerland wirklich ist. Ne? Krass. Nun gut, ich kuller mal weiter. Ja, ich muss euch doch noch mal anmachen. Oh, wie schön das hier bergunter geht. Geil, ne? Links und rechts die Berge oder die Hügel oder wie auch immer, die Anhöhen oder wie auch immer. Und wir fahren hier genau ins Tal rein. Krasse Nummer. Und ein Esel. Da sind wir ja schon zu zweit, was? Na du? Wir beide teilen das gleiche Schicksal. Wir müssen beide alleine unser Ding machen. Zumindest heute. Brüder im Herzen, mein Freund. Eselpower. Da unten ist irgendwie ein Ententeich. Sieht komisch aus, aber ist halt so, ne? Ein bisschen zugewachsen das ganze Gerät, aber ein Stuhl in der Mitte zum Hinsetzen. Ja, Fräulein Komoot hat hier irgendwas gefaselt von links, rechts, umdrehen, jetzt scharf links und jetzt weiter. Ich habe nichts gemacht, bin einfach geradeaus gefahren und war auch richtig. Coole Nummer, ne? Na gut. Hallo.
Ich radel noch ein bisschen und dann machen wir in Kürze, machen wir mal ein Päusle. Okay, jetzt geht es hier mal ein bisschen durch den Ort oder erst durch den Ort und dann so ganz komisch hier runter. Da war ich fast dran vorbeigezimmert. Wäre jetzt auch nichts passiert, wenn ich dran vorbeigezimmert wäre. Und da oben geht die Straße weiter. Das hätten wir auch auf der Straße geschafft. Okay. Jetzt rechts halten. Ja, dann waren wir hier auf der Straße lang gefahren. Und? Fahren wir da oben hoch oder was? Nee, da stehen Schilder. An dieser Kreuzung scharf rechts abbiegen auf in der Rimeske. Ja, genau. Ja, genau. Machst das genau richtig. Keine Wendemöglichkeit. Aber für uns scheint es zu funktionieren. Mahlzeit. Oha. Krasse Geschichte. Rechts auf weg. Sehr cool. In 30 Meter rechts auf weg. Sehr schön. Ja, hier bin ich auch noch nicht lang gefahren. Das kenne ich auch noch nicht. Glaube ich zumindest. Folge dem Weg 1,3 Kilometer. Mach ich doch gerne. Schöne Aussicht. Das heißt schöne Aussicht. Da oben fehlen die ganzen Bäume. Ach, da unten ist das Holzwerk. Okay, da unten sind wir normalerweise immer lang gefahren. Da unten an dem Sägewerk. Und jetzt fahren wir mal oberhalb davon. Das ist ja auch witzig. Da unten fahren wir normalerweise lang. Okay. Und dann da hinten. Ja, genau, über die Brücke rüber. Perfekt. Alles klar, ich weiß, wo ich bin. Sehr gut. Dann fahren wir jetzt mal hier oben lang. Das hat auch was. Glaube ich zumindest, dass ich das weiß, wo ich bin. Kommt mir auch auf jeden Fall bekannt vor da unten. Wir haben übrigens da unten am Wasser eben schön rumgespielt. Enten geärgert, Fische geglotzt, Kamera ins Wasser gehalten. Aber zum Pause machen im Sinne von sich hinsetzen, einen Kaffee trinken und ein Würstchen essen oder irgendwie sowas, da bin ich natürlich wieder nicht zugekommen. Das werden wir dann später nachholen. Ich habe ja heute Morgen glücklicherweise zwei Brötchen gekriegt in meiner Pension. Von daher ist das nicht ganz so tragisch, mit dem jetzt noch nicht gefrühstückt zu haben. Wow, Brennnesseln. Cool. Nun gut, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ich radel noch mal ein wenig. 28 Kilometer Rest, 25 gemacht. Also wir haben fast Halbzeit. Ich habe es auch wirklich nicht eilig. Das Wetter ist noch herrlich, obwohl das ja heute Nachmittag wirklich losgehen soll mit richtig Gewitter und was ich da, was da von Westen hierher kommt. Also es sieht nicht gut aus. Ich habe heute Morgen als erstes wieder Empfang gehabt
Unwetterwarnung auf dem Handy. Ich denke, Alter, komm doch mal klar. Aber die meinen das scheinbar ernst. Obwohl das hier da echt nicht nach aussieht. Strahlend blauer Himmel. Himmel. Ah, da nicht ganz so, aber da auf jeden Fall schon. Nun gut. Ich radel hier erstmal lang. Und dann warten wir ab der Dinge, die da kommen. Ich habe übrigens meine Handschuhe gewaschen. Ach, ihr habt das ja, glaube ich, auch gesehen, ne? Ja, nicht, dass ich die Handschuhe gewaschen habe, aber dass ich da... Lenne-Route, da steht es drauf. Kinderland-Route, Golddorf-Route, das weiß ich nicht. Heidestraße, Sauerländische Gebirgsverein und die Lenne-Route, das ist alles hier. Das ist alles hier drauf. Kinderland ist ja klar, auch, da fahren wir ja drauf. Also wir fahren wirklich drei Routen gleichzeitig. Und wir sind in Winkhausen. Sehr schön. Ja, da bin ich wieder. Oh. Es geht jetzt hier seit dem letzten Ort permanent berghoch. Und das eine ganze Menge. Wir sind jetzt, glaube ich, schon 2 Kilometer nur berg hochgefahren. Und jetzt kommt gerade mal wieder so ein Stück, wo ich atmen kann. Alter Schwede. Das sind ja heute mehr Höhenmeter als gestern. Möchte ich fast behaupten. Krasse Nummer. Aber die Aussicht muss gleich geil sein, wenn wir hier oben sind. Ärgert mich, dass ich den Tacho nicht mit habe. Dass ich den nicht gefunden habe. Weil das hätte mich interessiert, was wir hier für Höhenmeter heute machen. Alter. Hier ratscht irgendwas an meinem Fahrrad. Ah, naja, kann man jetzt nicht ändern. Nun gut, wir fahren mal weiter geradeaus. Mal gucken, wo es lang geht. 22,9 Kilometer Rest. Akku noch ungefähr halb voll. Ich glaube, das wird wieder nichts mit meiner Akkureichweite. Der ist jetzt doch schon ein paar Tage alt, das Ding. Die 100 Kilometer schafft er nicht und im Sauerland schon dreimal nicht. Nun gut. Ich fahre mal. So, da sind wir in Holthausen. Stadt Schmallenberg. Ja, ich mag bergab fahren. Okay, 30. Nee, ich fahre 55. Die Anzeige geht nicht richtig. Hä? Da. Ui. Ui. Kirchstraße. Ah, das ist cool. Dann brauchen wir da einen Berg nicht hoch. Wotec. Sehr schön. Okay, es geht jetzt so halb rechts weg. Die Bremsen sind echt jämmerlich am Quietschen da hinten. Hoppala. Nun gut, ich mache euch aus. Wir fahren jetzt hier schön lang erstmal die Straße runter. Nach Bad Fredeburg. Da soll es hingehen. Machen wir so. Route mal ein bisschen verlassen. Ui, das ist aber ein bisschen wenig. Fünf, da kann man mit leben. Das ist der E Plus, der kann hier bis zu 6 bar.
habe da natürlich jetzt schon länger nicht drauf geguckt und fahre hier mit 2,5 oder 3 rum. Das ist natürlich ein bisschen mickrig. Gucken wir mal, was da vorne hat. Da muss ich mich nicht wundern, dass sich die ganze Kiste so schwammig anfühlt. So. Oh, 2,2. Jetzt hat er 5 und ein bisschen. Perfekt. Ja, Mahlzeit. Da bin ich wieder. Wir haben jetzt mal ein bisschen Luft drauf gemacht. Das fährt sich gleich ganz anders. So was Bescheuertes. Und wir sind jetzt auf dem Sauerlandradring. Genau. Und hier vorne kommt dann gleich die Stelle, wo dann immer dieser komische bunte Krankenwagen gestanden hat. Da vorne irgendwo. Ja, hier werden wir morgen auch lang radeln. Nur mit dem Liegerad. Ah, genau das habe ich gemeint. Wir fahren jetzt hier die K36 hoch. Und der Sauerlandradring geht geradeaus weiter. Und wir fahren hier hoch. Sehr schön. Folge dem Weg 3,3 Kilometer. Ja. Okay, dann hoffe ich, dass ich hier gleich irgendeine Pausenstation finde und Pausenplätzchen. Ja, Mahlzeit. Wir sind in Berghausen. Und wir sollen jetzt gleich rechts abbiegen. Irgendwo hin. Da ist eine Sitzgelegenheit. Okay, hier machen wir Pause. Das kommt zwar nicht von mir. Okay. Hier ist irgendwas. Du bist in der falschen Richtung unterwegs. Ich weiß. Schau auf die Karte. Ich weiß. Okay, hier ist ein Hundespielplatz. So wie es aussieht. Eine recht coole Aussicht. Und ein Häuschen. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Ich verstehe es nicht. Aber wahrscheinlich. Folge dem Weg 300 Meter. Wusste da irgendjemand genau, dass ich hier Pause machen möchte? So, Pause beendet. Mein Fräulein Komoot ist der Meinung, ich bin noch nicht an meinem Punkt gewesen. Also da, den Punkt Nummer 31, da fehlen mir noch 250 Meter. Vorher gibt sie keine Ruhe. Das heißt, ich werde jetzt noch 250 Meter in die Richtung fahren und werde gucken, warum da ein Punkt gesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob das eine Didi-Route war oder ob dieser Punkt hier einfach zu der Route dazugehört. Aber ich glaube, die Kinderland-Route, die hatte Dietmar gar nicht gefahren. Ich glaube, das war eine Tour, die ich mir bei Komoot gezogen habe. Du bist in der falschen Richtung unterwegs. Ja, halt die Fresse. Du hast gesagt, ich soll da hinfahren. Also fahre ich da jetzt erstmal 300 Meter hin. Und dann drehe ich gerne wieder um. Ja, hier steht irgendwas Weißes rum. Ah, Schweine. Das ist jetzt aber... Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall an dem Punkt vorbei. Ich sollte mir hier, glaube ich, die Schweine angucken. Na gut, okay, du dann. Du bist in der falschen Richtung ja, unterwegs. Jetzt ja. Schau auf die Karte. Alter, ist fast abgestürzt. Ja, hier wollte sich von irgendeiner
die freilebenden oder das freilebende Schwein angucken. Gucken wir uns das auch an. Ja, es lebt auf jeden Fall noch. Und es pennt da so vor sich hin. Ja, ist eine Sau. Und die macht Mittagspause, würde ich sagen. Sehr cool. Ja, kann man machen, ne? Okay. Dann hat das wohl irgendeiner gewusst, dass es hier Schweinerei zu sehen gibt. Und hat wohl diesen Wegpunkt eingeführt, fügt. Und ich habe den stumpf übernommen. Aber ich war ein guter bin. Danke für den tollen Wegpunkt. Du bist in der falschen Richtung unterwegs. Hast du Lack gesoffen, Schätzelein? Guck du mal auf die Karte. Aha. Dann richte dich mal aus. Und entspann dich. Ups, Bäuerchen, Entschuldigung. Das ist schön hier mit den Berggipfeln da, mit den Hügeln da. Sehr cool. Jetzt geradeaus, danach 110 Meter leicht links auf Berghaus. Yes, will ich tun. Bei nächster Möglichkeit rechts. Bei nächster Möglichkeit rechts. Okay, da sollten wir vielleicht mal nicht so viel Fahrt aufnehmen, sondern mal gucken, wo das hier jetzt rechts geht. Jetzt rechts abbiegen. Ach, da vorne. Alter, sag nicht, das geht jetzt hier gleich den Berg hoch. Sind wir hier nicht schon mal runtergekommen? Heimkehrhof, kommt mir das nicht irgendwie bekannt vor? Bei nächster Möglichkeit rechts, danach geradeaus. Alter, willst du mich verarschen? Alter, habt ihr eigentlich alle einen Nagel im Schädel oder was? Ich hätte doch gerade ausfahren können. Hätte ich mir doch jetzt den Heimkehrhof nicht angucken müssen. Alter! Ich glaube das jetzt nicht, oder? Ich habe jetzt eine Schleife gefahren, um mir den Heimkehrhof anzugucken. Cool. Hab dafür extra gebremst. Das ist fucking unfassbar. Ich hätte hier schon 60 drauf haben können. Okay, ich mache euch aus. So, ich nochmal. Wir fahren jetzt gerade aus Werbke raus. Und da vorne auf der linken Seite seht ihr ein Schild Fahrradweg. Anfang, blau. Sonderwegerecht. Wenn ihr das von der Seite aus sehen könnt, müsst ihr den Fahrradweg da benutzen, obwohl er gegen die Fahrtrichtung ist. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Mal darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir Radfahrer Fahrradwege benutzen sollen. Müssen eigentlich. Sei denn, er ist so schlecht, dass es nicht zumutbar ist, da drauf zu fahren. Dann dürfen wir die Straße benutzen. Das wollte ich noch mal wieder loswerden. Okay, bis gleich. Radweg zu Ende in Schmallenberg. Oh, wir sind wieder in Schmallenberg. 150 Meter geradeaus und Werberstraße L737 folgen. Danach in 300 Meter. Tja, wir müssen jetzt nur noch wieder zur Stadthalle, weil da das Auto steht. 80 Meter geradeaus, danach in 160 Meter rechts halten auf Werberstraße. Ja. Alter. A little bit die Schnauze voll. Bei nächster Möglichkeit rechts halten, danach geradeaus. Jetzt rechts halten. Aha. Geradeaus. Und dann auch noch sehr viel Wind nach von vorne. Ja. Da habe ich ja gerade gar keinen Bock mehr drauf, ehrlich nicht. Stadthalle.
Hui. Vor dir, gleich geradeaus. Die Tour ist zu Ende, Schätzelein. Was schnallst du eigentlich nicht? Was ist bei dir nicht richtig den ganzen Tag? Irgendwie kommst du mit deinem Leben doch nicht klar, oder? So. Oh. Hab fertig. Jetzt sitze ich im Auto. Seht ihr ja wahrscheinlich. Navi ist gestartet. Und zwar ist da eingegeben Eslohe, alter Bahnhof. Homestraße, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Homestraße oder so ähnlich. Ich werde da jetzt nochmal Kontrolle fahren. Das sind 20 Kilometer von hier. Und werde mal gucken, ob da alles gut ist. Und dann werde ich aus Eslohe rausfahren und werde mal gucken, ob der Imbiss noch da ist. Dann werde ich da bei Gelegenheit gleich was essen, wenn er noch da ist. Und dann mal gucken, ob der morgen offen hat. Und mal ein bisschen Vorbereitung für morgen. So ist zumindest der Plan. Morgen haben sie schlechtes Wetter angesagt. Wir haben schon wieder eine Unwetterwarnung für morgen mit starken Gewittern und Sturm und was ich nicht, was alles. Ich sehe da zwar jetzt noch gar nichts von, aber mal abwarten, was da morgen früh kommt. Bin ja gespannt. Also wenn es jetzt nicht ganz so tragisch wird mit dem Wetter, dann würde ich trotzdem fahren. Wenn natürlich die Welt untergeht, ich fahre auf jeden Fall nach Eslohe, aber dann werden wir mal gucken, was wir da machen können, wenn das wirklich Land unter ist oder ob wir überhaupt irgendwer kommt oder wie auch immer. Müssen wir schauen. Eine kleine Runde würde ich auf jeden Fall fahren wollen. Müssen wir mal schauen. Aber ich denke, ich hoffe, es wird morgen schönes Wetter. Nun gut, ich fahre jetzt mal hin nach Eslohe und gucke mir das da mal an, ob da alles I.O. ist. Und dann, notfalls, kriegt er gleich noch einen Short von mir. Bis dann. Ja, nur mal so ganz am Rande. Der Imbiss hat offen. Und jetzt werde ich mir schöne Currywurst-Pommes reinschrauben. Dann habe ich das nämlich heute auch erledigt. Und dann können wir hier morgen nach der Tour schön was essen. Das finde ich eine gute Idee. Freut mich. Bis jetzt waren wir auf jeder Radreise, die wir gemacht haben und sind hier durchgekommen, haben wir hier gegessen. Wäre echt schade gewesen, wenn das Ding jetzt wirklich zu gewesen wäre. Ich gehe da jetzt mal rein. Ja, Mahlzeit, da bin ich. Da guckt jetzt doch die Sonne durch. Ich glaube es gar nicht. Eben als ich hergekommen bin, hat es geregnet. Jetzt habe ich das Fahrrad rausgeholt. Jetzt ist es im Moment trocken. Aber das Wetter sagt nichts Tolles vorher. Also wir sollen auf jeden Fall ab Mittag Regen kriegen. Und das auch nicht unerheblich. Und es wird deutlich kühler. Gestern haben wir es ja noch 27 Grad gehabt. Ich bin ja schön bunt. Heute ist frisch, heute Vormittag. Ja, mal gucken, wie es so wird. Es ist jetzt 8:45. Wir haben noch 45 Minuten Zeit bis zum Start. Und von daher bin ich da der besten Hoffnung. Nun gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal. Ich warte mal ab, ob dann noch Freunde kommen. Es hatten sich ein paar Mal angekündigt. Mal gucken, wer davon heute auch aufsteht bei dem Wetter. Nun gut, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir starten. So, Mahlzeit. Ich bin euer Speedy. Wir sind in Eslohe am Bahnhof. Herr Christoph fährt da hinten schon seine Proberunden. Andi ist schon unterwegs mit seiner Frau. Also wir sind vier Mann. Den Andi, die sind mit dem Liegerad ohne E-Unterstützung unterwegs. Die sind schon vorgefahren. Wir starten jetzt in 5 Minuten und dann fahren wir hinterher und dann wollen wir mal gucken, dass wir eine schöne Runde hinkriegen. Nun gut, ich würde sagen, wir sehen uns von unterwegs. Dann natürlich nicht, ne? Jetzt haben wir Licht an. So, wir müssen da rüber und dann in die Richtung. Ast rein! Ja, Mahlzeit. Wir sind auf dem Weg. Sauerland-Radring. Didis Geburtstag. Memorial Didi Day. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Fledermaustunnel. Oh, bin ich das Ding hier lange nicht gefahren. Hardcore.
Moin. So, hier sind wir auf Stufe 1. Das werden wir gleich mal ändern. Wie viele Stufen haben wir denn überhaupt eingestellt? Oh, 9 Stufen, okay. Dann fahren wir auf 4. La 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 la. Oh, ist das kalt. Moin. Ja, so ist das. Ich mache euch mal wieder aus. Oh, jetzt geht's mal schön berg runter. Da kann ich gut. Ja, lange nicht gefahren das Liegerad. Tue mich gerade ein bisschen schwer. Nach 3 Kilometern tun die Beine schon weh. Ja, ich glaube, das muss so. Ein bisschen leiden müssen wir auf der Tour. Ja, und das Wetter wird leider auch nicht schöner. Das zieht sich richtig schön zu, ihr seht es. Ja, die anderen beiden Liegeräder ohne E-Motor sind eine halbe Stunde vor uns gestartet. Christopher ist hinter mir mit seinem Upright. Und im Nachhinein hätte ich vielleicht auch mit dem Upright fahren sollen, auch wenn die Bremse hinten nicht geht. Aber nun gut. Wir kullern mal. Gleich kommt der Kückelheimer Tunnel, der Fledermaustunnel. Und dann sehen wir uns wieder. Tja, jetzt kommt der erste Anstieg. Ich fahre 11 Gramm. Christoph hat mich gerade verblasen zum Upright und ich fahre in der größten Unterstützung. Das bin ich alles mal ohne Unterstützung getrampelt. Krass, ne? So, Unterstützung wieder runter und hochschalten. Da hätte ich nicht gedacht, dass man so raus ist, wenn man lange eine Art von Fahrrad nicht fährt. Er schlaucht im Moment echt. Gefahren 4 Kilometer. Naja, vielleicht sind ja meine Muskeln gleich warm. Und dann geht's besser. Ich mache bis zum Tunnel aus. So. Da ist er. Da vorne Christoph oder Christian. Christoph, glaube ich. Schon wieder vergessen. Mit Namen habe ich noch nicht so. Ein ganz netter. Und jetzt geht's ab. Sehr cool.
deswegen tropft es von oben. Ja, das war der Krüttelheimer Tunnel. Und wenn ihr glaubt, ich habe den Christoph da jetzt abgezogen, weil ich so fit bin. Nö, ich habe meine Unterstützung auf vorletzte Stufe gestellt. Als vorvorletzte Stufe. Ich bin mit Unterstützung Stufe 7 da jetzt gerade den Berg hoch durch den Tunnel gefahren. Nun gut, weiter geht's. So, jetzt sind wir hier wieder an der Dampflok, beziehungsweise an der Rangierlok. Bei schönem Wetter wäre das natürlich alles viel toller. Nettes Pausenplätzchen. Ich liebe dieses Stückchen. Es geht hier permanent 2% bergunter. Absolut klasse. Hätte ich auch kein Problem mit, wenn der Sauerland-Radring permanent nach bergunten gehen würde, also bergunter. Immer so schön 2%. Einmal Schwung holen und dann bis zum Ende kullern. Sehr geil. Das wäre mal eine Radtour. Moin! Nun gut. Da müssen wir lang. Coole Nummer. Alter, was ist da denn los? Es geht geil bergunter. Ich muss unbedingt mehr mit dem Fahrrad hier fahren. 10 Kilometer auf der Uhr, mir tun die Beine wie, als wenn ich 1010 gefahren hätte. Geil. La 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 la. Ich glaube, meine erste Radtour hier auf diesem Ring habe ich gemacht im Dezember. Da war der Krüttelheimer Tunnel definitiv zu, da mussten wir die Umleitung fahren. Und es hat da so ganz fies angefangen zu schneien. Und ich habe dieses Sauerland verflucht. Ich habe geschimpft und gemotzt. Also wenn ich zu der Zeitpunkt... Hallo. Wenn ich zu dem Zeitpunkt schon einen YouTube-Kanal gehabt hätte, spätestens da hätte YouTube mich rausgeschmissen. Das war der längste Tourette-Anfall, den ich jemals hatte. Und ich wollte nie wieder Fahrrad fahren. Das könnt ihr mir glauben. Das ist der Gewichtsvorteil. Ja, ja. Obwohl, oh. Ich glaube, ich lasse es lieber sagen. Da habe ich ja Spaß dran an solchen Menschen. Sehr gut. Das macht Spaß, das finde ich schon wieder gut. Ja, das Wetter hat leider ein bisschen abgeschreckt. Wir haben echt fieses Wetter angesagt für heute. Ab Mittag, also ab in einer Stunde. Obwohl es zwischendurch immer stüppert und regnet. Also so ganz leicht. Das soll ja echt mehr werden. Und das kann hier im Sauerland mal richtig schnell richtig böse werden. Von daher wollen wir das Beste hoffen. Es geht jetzt auch schon gerade wieder los, dass es anfängt zu mieseln.
Aber nun gut. Ja, wir nutzen erstmal die Bergabfahrt und genießen. Bis später. Hui, 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 hui. In die Kurve reinbremsen. Achtung, Pause. Moin. Hier müssen wir trotzdem ganz kurz anhalten. Das ist einer der Plätze, die Didi mir jedes Mal erklärt hat. Sauerland Radring mit Hennesee-Schleife, die sind wir auch schon mit zusammengefahren. Da ist natürlich noch ein schöner Klumpen, der oben drauf zukommt. Ne? Aber einer meiner großen, jedes Jahr sage ich mir, Saisonabschlussfahrt, einmal die Lendetal. Weil vom Kahlen Osten einmal runter bis zum Hinksteilsee. Aber ich habe schon gemacht. Na, es ist schon, ja, ich muss mal überlegen, man kann da glaube ich auch, weil ich müsste ja danach noch durch Dortmund einmal über Hohensieburg und dann durch Dortmund durch. Mhm. Das ist nochmal eine Kante, wenn du dann schon so 120, 130 Kilometer. Ja, 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 ja. Das sind dann so die, da gehen wir essen. Das ist dann kurz vom Ziel. Das ist ja, kurz, ja, kurz, genau, kurz vom Ziel, genau. Und da irgendwo. Das kann möglich sein. Falls du. Wir sind schon lang gefahren, haben diese Runde schon gefahren und dann bist du hier in Brink und denkst du, Alter, jetzt hast du es gleich und dann fährst du hier lang. Ja, gut. Alter. Ja, wir kullern immer noch und jetzt kommt mal wieder ein Stückchen Berg hoch. Wir sind jetzt gerade schön hier bei 0% Steigung, lang gehödelt hier. Jetzt kommt man wieder. So ein geiles Stück für ein Liegerad. Unterstützungsstufe 9. Sehr geil. Geht. Schon können wir mit der Unterstützung wieder runter. Auf Stufe 4 oder 3. 3 haben wir jetzt. Ja, mit dem Liegerad berghoch ist doof. Ja, Wetter hält sich. Es hat zwischendurch so ein paar Mal getropft. Aber nichts wirklich Böses. Alles ist schön, alles ist gut. Sind hier die ganze Zeit hier schön am Quatschen. Ja, macht Spaß. Moin. Moin. Nun gut, ich mache euch mal wieder aus. Diese unschöne Ecke, da oben müssen wir auf die Bundesstraße und dann fahren wir nach links runter, da kommen wir unten an den Wasserschloss raus. Ich mache euch da unten bei dem Wasserschloss mal wieder an. Das hier ist übrigens Lehnhausen, Gemeinde Fintrop, Kreis Olpe. Und hier geht es leider lang. Bedauerlicherweise. Aber geil bergunter. Uhuhuhu. Da ist das Wasserschloss. Da halten wir nochmal an. Das gucken wir uns selbstverständlich auch dieses Jahr wieder an. Wenn unser Christoph jetzt hier nicht vorbeidönert. Oh, das war vielleicht ein bisschen... Ah, passt. So. Nächste Pause. Wasserschloss Lehnhausen. Tja, das haben wir uns ja schon mehrfach angeguckt. Beim letzten Mal haben wir uns ja Krokodile hier drinnen gewünscht. Wasserschloss Lehnhausen. So, dann werden wir mal ein Schlückchen trinken und dann geht es in Kürze weiter. Ich mache auch mal Fotos. So, da sind wir in Fintrop. 25 Kilometer gemacht.
60 Rest. Klingt ja echt böse. Ja, läuft aber gut, das Wetter hält, alles ist schön. Wir sind immer noch am Klönen und am Quatschen. Wie sich das gehört. Nun gut, wir fahren mal weiter. So, jetzt kommt hier wieder die Ecke, wo der Frosch die Locken hat. Ja, alles gut, ich bin direkt hinter dir. Geht da vorne rechts um die Ecke. Ist schon ein wenig komisch. Und rechts, genau. Und hier rechts rein, hier rechts rein. Hier rechts runter. Wow. Yes. Sehr gut. Ach so, ja. Wir müssen jetzt hier links hoch. Ja, das ist doch diese Scheißstrecke hier. Oi. Oi. Aber guck dir mal diese Felswände hier an. Sehr cool. Fahrradfahrer vorne. Alles gut, alles gut. Wir fahren über keinen drüber. Danke. Sehr gut. Eine kritische Stelle gemeistert. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich hier falsch gefahren. Da bin ich erst in Richtung Industriegebiet gefahren, habe dann festgestellt, ups, falsch. Diesmal hat es gepasst. Sehr gut. Da sind wir ja wieder bei solchen Strecken, wo ich ja schon tausendmal gesagt habe, ich mag so einen Scheiß ja. Hier war nämlich immer der Punkt, wo wir uns regelmäßig verfahren haben. Zentriere mal. Ich glaube, hier rechts weg. Da oben steht es doch dran. So. Ja, genau. Wo bist du? Ach, da. Ja, hier haben wir dieses Hin- und Her-Gespiele gemacht mit gegenseitig Filmen und so ein Zeug. Sind wir hier mit den Liegerädern schön nebeneinander hergefahren. Und so wie jetzt kamen damit mal die Autos allerdings von hinten. Die hätten uns hier bald noch den Arsch abgefahren. Nicht mit rechts, sozusagen, wenn man nebeneinander fährt. Und dann noch mit Liegerädern. Die Strafe folgt auf dem Fuße. Alter. Wieder dieser geile Berg hoch. Uncool. Und jetzt das hier. Und ganz schnell die Unterstützung wieder raus. Alter, das ist mit dem Liegerad eine Quälerei. Ja, es war auch ohne Liegerad eine Quälerei. Und das hier ist natürlich die geilste Abfahrt ever. Da hast du immer mit dem Liegerad das Gefühl, dass du vorne rausfällst aus dem Ding hier. Ja, nicht nur mit dem Liegerad. Halb ja, halb links, so da. Okay. Wenn ich mich da richtig dran erinnere. Krasse Geschichte. Und jetzt geht's berg runter. Oh,
Das ist echt krass. Dass man solche Wegstrecken immer wieder fährt. Deine Kette ist runter. Vorne. Kriegst du alleine hin? Oh, jetzt hat sie mir die Kette geschmissen. Ja, sieht gut aus. Grün. Achtung, Berg hoch. So, jetzt kommen wir nämlich wieder über die Brücke hier. Hallo. Yes. Ich bemühe mich nach Kräften, ohne irgendwo dran hängen zu bleiben. Fischtreppe. Es ist schon knapp, ne? Sehr schön. Eine der geilsten Stellen überhaupt. Sehr gut, ich mache euch aus. Ja, ich habe mich gerade gewundert, warum das hier nicht geht. Ich habe gedacht, ich habe mich voll fies verschaltet. Nö, das war mal eben 14% Steigung. Und ich habe einfach nur geträumt und nicht frühzeitig runtergeschaltet. Herzlich willkommen auf dem Liegerad, wo berghoch nicht so gut funktioniert. Ja, ich muss wieder öfter mit dem Ding hier fahren. Eigentlich macht es ja voll Bock. Ja, wird Zeit. Nun gut, wir kullern weiter. Wir sind immer, übrigens immer noch bei um die 50. Ich hoffe, es geht nicht wieder. Auto. Halb links weg. Das ist ja auch blöd. Oh, Auto. Ja, hier runter. Cool. Und unten geht es dann gleich wieder rechts weg. Achtung, rechts! Yes, nee, neu gemacht, aber total vital. Hier ist kein Hundeklo. Auf jeden Fall haben sie hier irgendwas Neues draufgebracht. Oh, Unterstützungsstufe 9, Alter. Schwede, was ist denn hier nicht richtig? Die alte Grachtel wieder irgendwo draufgelegt, wo sie nicht hin soll. Ja, hier haben sie auf jeden Fall irgendwas neu gemacht. Fährt sich aber gut. Oder nicht? Meine ich auch. Aber wenn es dreimal geregnet hat, hast du wieder zurückgekommen. Ja, oder siehst sie ist aus wie eine Potsau. Irgendwas ist immer. Asphalt ist geil, ja. Aber du musst die Wurzeln durchschlägen dann auch. Was ich auch ganz geil finde, ist Beton. Das geht auch gut. Ach, das ist doch hier diese komische Parkangelegenheit, ne? War das nicht irgendwie so? Ich muss mal die andere Kamera holen. Eine Parkgeschichte. Wo wir beim letzten Mal schon nicht durch konnten, weil irgendwas komisch war.
So, jetzt müssen wir hier halb links weg nach meinem Navigationsgerät. Ja. Jo, weiß ja nicht, wie viele Füße da drin waren. Vielleicht kannst du es ja noch trinken. Nee, ich wollte noch nicht warten, noch so Waschbecken. Ah ja. Aber auch kein Trinken. Okay, hier haben wir Wasser nebenan. Hallo? Ach ja, okay. Hallo. So, jetzt müssen wir gleich links weg. Genau. Aber ich weiß nicht, ob das hier hinter dem... Ja, das war da hinten hinter. Achtung, Schnitt. Hallo. So. Tut mir leid. Ich hoffe, du hast mein Bremsen nicht gesehen. Da machen sie neu. Ah ja, und das hier war die Kirche. Sehr cool. Und jetzt müssen wir vorne rechts weg. Ah, das ist alles ein bisschen tricky hier. Ja, und jetzt müssen wir gleich wieder irgendwo rechts weg. Ich weiß nicht, warum man da unten nicht am Wasser lang fahren kann. Aber ich glaube, das frage ich jedes Mal. So, hier um die Kurve rum. Müssen wir jetzt hier hoch. Ja, glaube ich hier hoch, ne? Ach ja, das letzte Mal, genau, konnten wir hier nicht langfahren, sind wir da durchgekommen. Ja, das ist auch so, ja. Genau. Genau. Jetzt müssen wir hier links runter. Und dann geht es da vorne gleich geradeaus und dann, ich glaube, so war das irgendwie. Ein Jahr nicht gefahren und du erkennst das nicht wieder, ey. Ganz komisch. Ich mache euch aus. Tja, da sind wir wieder. Schön in Lenne. Und hier vorne hinter dem Wohnmobil. Rechts runter, da ging es zu meiner Pension. Tja, und jetzt geht es aber geradeaus weiter. 54 oder 55 gefahren. Unter 30 Rest. Hallo. Oh. Scheiße. Ja, vorbei. Vorne nach Lenne hätten wir reingemusst. Ach Mann, ey. Ja, ich habe gerade eben noch erzählt, dass da meine Pension war bis heute Morgen. Wir auch. Yes. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Jetzt übers Wasser rüber und dann geht's links weg. Genau. Und geradeaus ging es ja zu meiner Pension. Schöne Grüße an der Stelle. Oh nö. Oh, dann fahrt mal schön. Ich bin jetzt der langsamste Berg hoch. Ich habe zu viele Räder. Bis später. Halb links weg, glaube ich. Nein. Bitte nicht. Oh, jetzt ist wieder alles schön. Sehr gut.
Ja, jetzt fahren wir aufs Lände wieder raus. Es schneidet sich hier alles doppelt und dreifach. Und die Allermutter der Radwege ist der Sauerlandradweg, der Sauerlandradring. Boah. Und den triffst du überall. Das habe ich aber auch schon tausendmal gesagt. Nun gut, 29,1 Rest, 55 gemacht. Genau. Ja. Ja, genau. Ja, woher sollen Sie wissen, dass ich der Speedy bin? Das wäre geil, ne? Hier, da runter. Das ist die Bauernlandroute. Bauernland, da bin ich auch schon lang gefahren. Ja, ja, ja. Das müsste jetzt aber hier lang gehen. Ach, hier ist das, hier ist das Museum. Ach so. Ich war besser da, die Pause. Ist mir eigentlich egal, wo. Ich Bock habe auf Pause. Einfach mal die Sachen vermissen. Genau. Fliege im Auge. Scheiße. Nö. So, die letzten 20 Kilometer angebrochen. Und es nässt mal wieder. Aber die letzten 20 jetzt tendenziell bergab. Ja, eigentlich sollten es die letzten 20. Aber jetzt die Kuppe bremsen. Genau. Wir müssten gleich am höchsten Punkt sein der Runde. Und dann geht's bis nach Bremke bergab, da wartet der Mix-Imbiss auf uns und dann die letzten 5 Kilometer bis nach Eslohe. Ja, das ist ziemlich cool hier. Sehr gut. Ja, es geht mal wieder ein bisschen bergunter. 18 Kilometer Rest. Und eine ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit, das ist etwas unbequem gerade. Ich weiß, der Peter, der Black Max, schöne Grüße an dieser Stelle. Mag ja seinen flüssigen Sonnenschein. Ich persönlich stehe jetzt gar nicht so drauf und vor allen Dingen hier auf dem Liegerad. Wird es da unterhalb vom Bauchnabel extrem feucht. Weil da tropft es rein, da regnet es hin, da ist eine ziemlich große Fläche, die jetzt benässt wird. Ja, wir fahren, wie gesagt, 18 Kilometer Rest. Tja, wir sind jetzt aus Dorla raus, oder beziehungsweise sind jetzt durch Dorla durch. Es geht dem Ende entgegen. Wir sind unter 10 Kilometern. Ich fahre schön mit Unterstützungsstufe 5. Die haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, die Kirche hier. Achtung Kinder. Und es regnet unerbittlich. Volle Hütte, ich bin klatschnass bis auf die Unterhose. Christoph hinter mir, der hat auch nicht mehr so richtig Bock. Wir waren schon so nass, dass wir schon darauf verzichtet haben, unsere Regenklamotten anzuziehen. Weil den ganzen Tag hat es ja immer so ein bisschen mal geregnet, dann hat es wieder aufgehört und ging es halt ein bisschen weiter. Und ja, jetzt war es zu spät, um die Regenklamotten anzuziehen. So, meine lieben Freunde, ich möchte euch das Ereignis mitteilen. Das kühle, feuchte Nass ist an mein Cojones angekommen. Ich sitze im Saft und das ist ganz schön kalt. Tja, Schalensitz ist voll. Ast rein. 6,56 Kilometer Rest. Jetzt sollte ganz schnell irgendwo ein Imbiss kommen. Nee. Alter, meine ganze Kamera ist abgesoffen.
Tja, Kamera ist abgesoffen, wir haben da voll Wasser drin. Keine Ahnung warum. Wir sind noch beim Mietsimbiss. Es regnet immer noch. Wir ziehen jetzt über unsere nassen Klamotten unsere Regenjacke, damit wir wenigstens den Wind nicht mehr von vorne kriegen. Dafür setzen wir uns jetzt gleich auf unseren nassen Sattel. Der beste Trick ever. Ich filme nachher nur noch am Auto. Ich bin jetzt erstmal durch, ich habe die Schnauze voll. Das stimmt doch gar nicht. Doch, stimmt. Jetzt bist du mit dem Video, ne? Und tschüss. Ja, die letzten Meter. Dampfleutemuseum. Alter Bahnhof. Alter Mann. Noch ein alter Mann. Jetzt, wo wir gleich da sind, hat es das Regnen eingestellt. Da sind wir. Geschafft. Tja, hallo. Ausgebremst. Das ist mein Auto hier. Wollen wir jetzt noch als Fanboy noch ein Foto machen? Ja, na, selbstverständlich. Dann machen wir als Fanboy noch ein Foto. Als Beweisfoto? Ja, hier gibt es ja jetzt nicht so irgendwie. So, hier ist das Ende vom. Kann ich eigentlich auch ein Video unter deinem Video posten? Ja, mach doch. Geht das? Ich glaube schon. Mach ich dann gleich ein Handyfoto. Ich bin übrigens der blöde Kerl, der mitgefahren ist. Das kannst du von machen. Von den schlimmsten Eskapaden. Irgendwie die Sauna in der Woche. Konnte ich ihn abhalten? Ich habe Leute, ich habe es überlebt. Ja, mach doch, mir ist das egal. Ich hab da keinen. Ich hab da voll Spaß dran. Ich hab da voll Spaß dran. Das ist für den Algorithmus. Ja. Haben wir jetzt irgendwelche Daten irgendwo gesehen? Nö, natürlich nicht, ne? Hast du irgendwelche Daten? Weißt du, wie viel wir jetzt gefahren sind? Wie viele Kilometer es jetzt waren? Wie lange wir gebraucht haben mit Futtern? Ich habe jetzt hier so schön alles durchgeklickt an meinem Tacho. Und jetzt ist weg. Ich kann dir das nicht sagen, weil wie gesagt, ich kann ja auch mal. Zum Beispiel auch. Wirklich wieder so ein. Einmal, das war so ein fetter Akku, aber ein großes Display brauche ich ja gar nicht. Völliger Blödsinn. Ne? Da habe ich mich auch so ein bisschen. Wofür brauche ich so einen Sonnen? Als Fahrer ist der reines nur zum Fahrradnavigation. Dann lieber ein kleineres Display, hat er vorher das iPhone 8, 4,7. Nur um zu sehen, geradeaus, rechts, links, reicht das. Ja, beenden und speichern. Ich weiß gar nicht, 83,4 Kilometer, 4 Stunden, 5 Minuten, sagt sie mir hier jetzt gerade. Also einigen wir uns auf 84 Kilometer, einverstanden? Also 84 Kilometer haben wir gemacht in ungefähr 4 Stunden und ein paar kaputte. Mit Futtern, mit Pausen, mit schlechtem Wetter. Also es war schön, hat Spaß gemacht. Und hier der Kollege Schnürschuh, der hat auch Spaß gemacht. Ja, mit Brille siehst du intelligenter aus. Setz die bitte wieder auf. Ich sehe schon so intelligent aus. Also mein sagte 83,1 und 4 Stunden. 83,4 und 4 Stunden. Ja, du bist ja mal so schlinker gefahren, habe ich ja nicht mehr erspart. Ja. Halt, ich sag zu meiner Frau, ich sag zu meiner Frau, die hat grundsätzlich auch immer mehr Kilometer drauf als ich, und sie muss bestimmt noch irgendwo Pipi machen. So wird das sein. Gut, das war's von dem zweiten Memorial Didi Day. Wir sind hier in Eslohe fertig. 85,6. Also würde ich sagen, ich wünsche euch was sehr, sehr Schönes. Verbleibe euer Speedy. Und wir sehen uns in irgendeinem anderen Videos. Bis dahin, ciao, ciao, bye, bye und see you soon. Daumen hoch und ein Abo, freue ich mich übrigens drüber. Kostet euch kein Geld und macht mich glücklich. Bis dahin dann, ciao.
there'll be no hard goodbyes. Thank God we're civilized. Beyond our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel.